Hallo und herzlich willkommen zurück zu Jetpunk General Knowledge Quiz. Ja, es ist wieder Sonntag, das heißt, es geht hier wieder rund mit verschiedenen Quizfragen. 36 bis 40 ist heute dran. Für mich ist übrigens auch Sonntag, aber eine Woche vorher, wo ich das aufnehme. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach an, mal an. Ich mache mal ein bisschen Musik und dann geht's los. What video game series features an archaeologist named Lara Croft Tomb Raider? Ne? What movie is about the Jamaican bobsled team? Keine Ahnung. What French word meaning dolphin referred to the hero of French throne? Dolphin. In what country would you have found a werewolf called Fauk? Colombian, glaube ich. Ja. What type of creature is Chewbacca? Fuki. Who is the only black man to win a single title? Nein, warte nicht. What layer of the crust comes between the core and the... What layer of the earth comes between the core and the crust? Der Erdmantel. Is a musician. What was Mark Webber called? Mark. Ganz bescheuerter Name, ne? Among countries that existed at the beginning of World War II, which one lost the highest percentage of its population? Polen? Mega is the opposite of micro. What is the opposite of nano? Ja. What company sells Obsession? Weiß ich nicht, wisst ihr das? Who is Barbie's friend? Ken. What does the U in SCU? Keine Ahnung. Wofür steht SCU? What sea are you in if you sail east through the Pillars of Hercules? Terrania. Oh, das war sogar nochmal irgendwie richtig geschrieben. What cave villain was famous portrayed by Bela Lugosi? What beverage was supposedly invented by Dom Perignon? What type of animal has Bengal and Siberian suspect tiger? There were 21 C's and 4 Y's. Vowel. Der Vokal und Konsonant natürlich. According to Cliché, what is the 9/10th of the law? Das weiß ich nicht. Wisst ihr das? Welches Movie ging über das? Da weiß ich auch nicht. Nee. Obsession Perfume. Oh. Davidoff. Nee, heißt nicht so. Weiß ich nicht. Ganz ehrlich, nein. Keine Ahnung. What comes 2 days before Easter? Sunday, Karfreitag. Habe ich irgendwo ein Handy? Dann kann ich gucken, was Karfreitag im Englischen heißt. Karfreitag. Achso, vielleicht sollte ich das auch richtig meinen. Englisch. Good Friday, echt. Nennt Good Friday. Good. Was ist Scuba überhaupt? Wisst ihr das? Googlest du Scuba, findest Tauchen. Wahrscheinlich ist es dann Under oder so. Underwater, ja. Okay. Cool Runnings. Arthur Ashe. Calvin Klein, okay. Hätte man drauf kommen können. Underwater, ja, ich würde jetzt nicht zu sehr schummeln. Count Dracula, okay. Sparkling Wine. Possession. Achso, 90% des Gesetzes geht um Besitztümer, okay. 13. Das ist doch schon mal eine schöne Ausbeute für den Staat. 37. Ah, ja.
Ich glaube, machen wir weiter, ne? What book is about a girl from District 12? Hunger Games. What city hosted the 2016 Summer Olympics? Rio. What is the last name of brothers Fidel and Raul Castro? What war was the backdrop of the movie and TV show MASH World? 2 or 1, 9, Cold War, 9. What country is the island of Rhodes part of Greenland, glaube ich, ja. What unit is used to measure the height of a horse? Widerrist. Oh Gott. In which US city would you find the greater part of the Black Hills? Okay. What is the Islamic equivalent to the Red Cross? Das hatte ich tatsächlich mal gehört. Das kennst du? Anscheinend nicht. Dachte ich aber. Who wrote Winnie the Pooh? Milner. What record label recorded the Supremes and the Jackson 5? What chemical element is known in Latin as Argentum? Back to the Future. What future year did Marty McFly travel to? What vitamin precursor causes carrots to be orange? Beta carotene. Who plays at Old Trafford? Man. Oh, das reicht. In what country would you find the city of Zaragoza und Valladolid? Das ist Philippines. Wie schreiben die sich im Englischen? What weapon is used for jousting? What according to a singer Nancy Sinatra are these boots made for walking? Okay. What is the last name of the tennis player whose first name is Williams? Venus Williams. What mostly dead language was used to write the Hindu Vedas? Jetzt muss ich aber nachgucken, wie die Philippinen im Englischen heißen. Wahrscheinlich gar nicht mal so stark. Philippinen. Englisch. Philippines. Stimmt das vielleicht einfach nicht? Ja. Das ist dann so, dass das gar nicht stimmt. Aber was haben wir denn noch? Valladolid. Ich dachte, die wären in Philippinen. Aber. Dann nehmen wir Spanien. Ja, beim Rest keine Ahnung. In which US state? Maine. Nein. Wisconsin. Nee, dann habe ich keine Ahnung. Dann gucken wir uns was mal an. Hier, komm. Ah, der koreanische Krieg. Hans. South Dakota. Red Crescent. Ah, doch ein Halbmond, okay. Red Crescent. Motown, ja, das ergibt Sinn. Lance. Sanskrit. Bay of Bengal. Ach, die Fragen habe ich. Die letzte Frage habe ich übersehen, aber wäre ich nicht drauf gekommen. Ganz ehrlich, da wäre ich nicht drauf gekommen. Also ärgert mich das nicht. 38. Kommen wir ganz gut durch heute, ne? Ja. According to the cliché, what is 1% inspiration and. Weiß ich nicht. In Teen Lingo, what does BFF stand for? Best friend. What are Holstein and Angus types of horses? Nee?
nee. Aber Cattle. Okay. Ja. Angus Horse, ja. What disease is caused by a deficiency of scorbut? Was heißt scorbut? Who performed You Can't Touch This? MC Hammer. What country is Transylvania part of? Russia? Nein. Transsibirien, ja, aber nicht Transsilvanien. Ich wollte gucken, was Scorbut auf Englisch heißt. Scurvy? Scurvy? Okay. What country was once led by F.W. de Klerk? In what book would you find a character known as Artful Dodger? Okay, what comic book character's alter ego is Diana Prince? Das müsste da irgendwie so eine. Ja, was können wir denn da? Ich kenne Wonder Woman. Oh. What Russian lake is the world's deepest and also its oldest? Baikal. What blockbuster movie released in 1997 told the story of something that happened 85 years earlier, also 1912? What country lies directly south of the Strait of Gibraltar? Tunesien? Nee. Who led Spain from 1939 to 1975? Achso. Hab ich übersprungen. What city had a great smog that killed over 4000 people? What drink named for a golfer is half iced tea, half lemonade? Tja, das ist jetzt eine schlechtere Runde hier. What is the common English translation of nolo contender? Nee, nolo contendere. Das ist doch irgendwie im Zweifel für den Angeklagten oder so, ne? What is Pulchy with Hammers is one? I thought it is two choices. Five, what is four? Was? What method used by bats to navigate is also known as biosonar radar? Nee, das heißt im Englischen auch anders. Ach so, das bestverkaufende Hybridauto ist... Keine Ahnung. Okay. Aber wir haben ja noch ein klein bisschen Zeit. Zum Beispiel Leclerc könnte das South Africa sein. Ja. Transsilvanien. Ist Teil von Rumänien. Ja, das stimmt. So, Genius, okay. Toyota Prius, ja, natürlich. Oliver Twist. Ach, die Titanic, ja, das. Warum bin ich da nicht drauf gekommen? London. Okay. Echolocation. No contest. Ja, das ist was anderes. Joa. Ares, achso, nein, ist das. Ja, okay. What method used by bats to navigate is also known as biosonar. Echo, ja. Oh, hätte ich wissen können. Ich hätte einiges noch wissen können. Titanic auch. Ja, egal. 39 is the next step. What is the Scottish word for lake? Ne, Loch. Better late than when. Never. Später. What major river flows through London? The Thames. What is 8 plus
XX ist 20, 24, 32, XXXII. What German road system famously has no federal speed limit? Oh Gott. Autobahn. What motel was featured in the movie Psycho? Das ist Bates. What is the southernmost city in the US, United States, with a population over 1000? Das ist nicht Miami. Oh, okay. What does the www stand for? World Wide Web. If a US Army captain is promoted, what is their new rank? What Russian leader had prominent birthmark on his forehead? Bestimmt Stalin. Nee. A modern round billion card has 58 of this carat. What is the name of an Amsterdam soccer team? Two characters from the Iliad and a brand of cleaning powder. Ajax. Who tries to hunt Bugs Bunny during rabbit season? Ach, wie heißt der Jäger? What is the name of an African country or a former British coin worth 21 shillings? What TV show is set in the fictional Melbourne suburb of Evansville? In what country would you find most of the Indus Valley? Es Indus-Tal, ist das nicht in China? In China. Das, wo ist das dann? Das ist in... Egal, machen wir weiter. What does the G stand in the economic term GDP in German? What disease did Edward Jenner develop a vaccine against? Pest. What two superheroes have been portrayed by Wayne Reynolds? Superman? Dann ist das Indus-Tal doch in Indien? Nein. Das ist ja echt Quatsch jetzt hier, ne? What is the southernmost city in the United States? US Army. Kommt da beim Captain? Ich habe echt keine Ahnung, Leute. Ich probiere es mal mit Sergeant. Oder Major. Ah, oh, Major ist richtig. Und was ist jetzt die southernmost city in the United States with a population over 100,000, wenn es nicht in Florida, Miami ist? Dann weiß ich es nicht. Houston ist doch nicht. Houston ist doch. Nein, Houston passt nicht. So, Honolulu. What is the southernmost city in the United States? Ach so! Weil Hawaii natürlich viel südlicher liegt, ja. Ach, Gorbatschow. Facets. Okay. Emma Fat. Ah, so heißt der. Guinea.
Neighbors. Okay. Pakistan. Okay. Gross. Smallpox. Wo steht denn GDP? Gewerkschaft der Polizei. Gross. Domestic Product. Ah, okay. Smallpox. Green Lantern und Deadpool. Naja, gut. 9 halt, ne? Dann haben wir noch die 40. Ich habe übrigens noch nicht ganz verstanden, wann man 4 und wann man 5 Minuten Zeit hat. On which street would you find the New York Stock Exchange vaults? Okay, that company's logo is known as Golden Archers. What 5-letter word means to secretly add alcohol to a punch bowl? Who wrote Dracula? So. Ist, wie heißt der? Bram Stoker? Bram. Where does the rain stay mainly on the plain? What is an ounce of prevention versus a pound of care? Where was Fresh Prince born and raised in Los Angeles? Nicht? Bel Air. Wie komme ich auf L? Ich hatte gerade im Kopf, ne? The Fresh Prince of LA. Nicht Bel Air. Who has left the building? Oh Gott. Solche Fragen mag ich übrigens nicht. In which US state is Cape Canaveral? Cape Canaveral. Cape Canaveral ist in Florida, glaube ich. Ja. What British board game was renamed Clue when it was brought to the radio? What country is Sumatra a part of? Who preceded Queen Elizabeth II as monarch? Nein. Ach so, nein, stimmt auch gar nicht. George. What is the most points one can score with a single dart throw? 60. In which country would you find Omaha, Juneau and Utah beaches? USA, nicht? Mexico. What American city is supposedly brightest when seen from space? New York? Boston oder Washington oder sowas. Nee. What is the national animal of Canada? Nicht Australien. Ist das so eine Gans? Nein. Ah, okay. What is the oldest English language still being produced? Weiß ich nicht. Beijing means Northern Capital in Chinese. What city name means Southern Capital? Weiß ich nicht. What was the name of the rabbit in the movie Bambi? The world record in this Olympic event is... What is the event? Jumping. High jumping. Stabhochsprung? Keine Ahnung. Das ist doch echt wieder schwer. Natürlich könnte das auch sowas sein wie Houston oder so, diese
Das ist in Frankreich, immerhin. Who has left the building? Das weiß ich auch. Na gut, die Zeit ist jetzt eh um. Spike. Okay. Spain? Wer darf sie wählen? Okay. West Philadelphia. Elvis, ach ja klar. Elvis has left the building. Ach, Las Vegas, ja, das ist ja Sinn. What country is Sumatra part of Indonesien? Und der Biber, das ergibt auch irgendwie Sinn, hätte ich wissen können. So, jetzt haben wir anscheinend wieder 49 Punkte, wenn ich es richtig gerechnet habe. Ja, sind wir bei 49 Punkten, wie letzte Woche. Das ist okay. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht konntet ihr auch irgendwie was lernen. Wir sehen uns dann wieder. Ja, nächste Woche mit dem Jetpunk-Wochenquiz. Und ansonsten irgendwann unter der Woche bei anderen Videos. Schaut einfach gerne in den Uploadplan rein. Also, bis dann und einen schönen Sonntag noch. Tschüss.